Herzlich willkommen hier bei Protectix TV. Wir sind hier auf dem Jahreslehrgang in Aalen von der International Protectix Federation. Ich stehe hier mit Leon. Leon ist heute zum ersten Mal überhaupt mit der Arbeit von Protectix in Kontakt gekommen und hier auf dem Jahreslehrgang. Leon, erzähl doch einmal mal, wie war der Tag bisher für dich? In welchen Workshops warst du und wie bist du überhaupt hierher gekommen? Also der Tag war bisher sehr aufregend für mich. Ich habe vieles ganz Neues erleben und lernen dürfen. Ich habe früher sehr negative Erfahrungen mit Gewalt gemacht und hier lerne ich wirklich, wie ich Gewalt begegnen kann und vor allem eine innere Stärke behalten darf, weil ich habe heute das Evangelium gehört und mein Glauben an Jesus wurde dadurch auch ganz neu gestärkt, vor allem in der Verbindung mit der Gewaltprävention. Okay, das freut mich riesig. Sehr cool, dass du so viel auch da mitnimmst. Du hast gesagt, du hast früher auch so Erfahrungen mit Gewalt gemacht. Möchtest du kurz was dazu sagen, wie es dir damit ging oder was vielleicht auch Auslöser waren und wo du jetzt sagst, Protectix hat dir vielleicht einen Anstoß gegeben, da Dinge anders zu sehen oder anders anzugehen? Ja, also sehr gerne. Ich habe deswegen, vor allem in meiner Jugendzeit, denke ich, Gewalterfahrungen gemacht und selber auch viel Gewalt ausgeübt, weil ich in meiner Kindheit und Jugend nie den starken, vorbildlichen und auch in Ruhe eingekehrten Vater hatte, der mir das vorgelebt hat, was ist wahre Stärke, wie kann ich auch in Vergebung leben und aus Gottes Gnade leben. Das ist alles ganz neu, aber so bereichernd für mich, jetzt wirklich das zu erfahren und im Kontakt mit Michael Stahl und Mike Syring und Protectix da das zu erlernen und eben gerade besonders mit Gewalt neu und ich denke gut umgehen zu lernen. Leon, vielen Dank für deine Offenheit. Gerne. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das ist auch eine Riesenbotschaft, die wir als Protectix vertreten. Leon hat es auch nochmal angesprochen, dass wir gegenseitig Liebe aussprechen, weil wir glauben, Lieben ist die größte Kraft hier auf dieser Welt. An alle Väter und Mütter da draußen, dass ihr euren Kindern sagt, dass ihr sie liebt habt, dass ihr für sie da seid und dass sie für euch wertvoll sind, dass ihr einfach sprecht und ihnen Wert zusprecht. Ich glaube, was Besseres können wir unseren Kindern nicht mitgeben in dieser Welt, wie ein Selbstbewusstsein, ein geborgenes Zuhause, dass sie sich auch dann frei in dieser Welt bewegen können, mit einem Selbstbewusstsein, das seinesgleichen sucht. Deswegen möchten wir euch herausfordern, wenn euch mehr interessiert, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit unseren Trainern, mit unseren Leuten vom Verband, dann schaut doch einfach auf die Webseite www.protectix.de. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt kommt.